Spielverderber. Sagen Sie mal, Herr von Wagner, wir haben gesagt, wir machen einen ganz normalen Fußballabend. Das machen wir auch, aber wir wollen uns vorher mit dem Gastgeber dann und seinen Problemen auseinandersetzen. Verstehen Sie, so eine Art kritisches Grillen. Also der Zustand der Wüsten ist auf jeden Fall schon mal ziemlich kritisch. Ja. Verstehen Sie, kritisch, wir sind FIFA. Ah, das Ferieninstitut fauler Agitatoren. Was? Nein, wir sind für investigative Fußballaufklärung. Verstehen Sie? Fußball schauen, aber durchschauen. Ein typischer Wagner-Spagat. Oh. Und wozu ist die Limbo-Stange? Die symbolisiert natürlich die Verrenkungen, die Brasilien machen musste, um diese WM überhaupt ausrichten zu dürfen. Und was macht der Tulpenzwicker da? Der steht für die Schönheit des Fußballs. Irgendjemand muss ja verlieren. Mal ein Einwand, ja? Bitte? Wir haben in Holland Gerd Wilders wenigstens schon mal eine Niederlage beigebracht. Ihr habt in Deutschland der AfD das Siegen gelehrt, ihr Vollpfosten. Guter Baby, Sam, wo dein Auto steht. Und Entschuldigung, aber wozu ist die da? Für die Stadionatmosphäre oder was? Moment mal, Uthoff. Weltmeister 2003, Europameister 2005, Weltmeister 2007, Europameister 2009 und 2013. Das sind ja alles ungerade Zahlen. Da gab es ja gar keine Meisterschaft. Genau. Ich rede von der Frauenfußballnationalmannschaft. Weißt du, vielleicht gewinnt man einfach leichter ohne hängende Spitze. Uthoff, da ziehen Sie auf jeden Fall den Kürzeren. Komm, lass mal Vorberichterstattung gucken. Ja. Was? Nein. Doch, da sind wir Holländer wenigstens noch bis zum Schluss dabei. Jetzt lass mal. Nein, wir gucken jetzt nicht Vorberichterstattung, weil wir waren noch gar nicht kritisch. Ach, Fußball und kritisches Bewusstsein, das geht eh nicht zusammen. Selbstverständlich geht das zusammen. Sehen Sie, das Grundprinzip des Fußballs ist die Freiheit. Wer sagt das? Uli Hoeneß? Oh, César. César Luis Binotti, Trainer von Argentinien 74 bis 83. Ja, genau. So, der war nämlich nicht nur Fußballtrainer, sondern auch ein kritischer Geist. Aha. Warum? Weil er Kette geraucht hat, oder? Nein, der hat 78 nach dem Gewinn der WM einfach dem Diktator den Handschlag verweigert. Weil er eine Kippe in der Hand hatte? Nein, aus politischem Bewusstsein heraus. Argentinien 78. Sagen Sie mal, 2014 keinen kritischen Fußballgeist gefunden, oder? Doch, natürlich. Es gibt haufenweise kritische Fußballer. Da gibt's Den Völler. Den Völler! Ja, den der hat schon fast mal den Wald geschlungen. Hm. Hey, Conchita, schmeiß mal eine Wurst drüber. Oh. Herr Uthoff. Ja. Herr Uthoff, Wurstwitze haben so einen Bart. Hier, Ihr kritisches Würstchen. Ja, das sehe ich, aber wo ist das Fleisch? Das ist vegan. Ah, Sie sind quasi Putenversteher. Okay, jetzt. Also jetzt kommen Sie, auf geht's. Also, los geht's jetzt. Ja, 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 genau. Wir beginnen mit einer Dokumentation über die Näherinnen bei Adidas. Och, nee. Sind die überhaupt qualifiziert? Wir wollen Fußball schauen. Wir wollen Fußball gucken. Ja, wir können doch nicht Fußball gucken, wenn ihr gar nicht wisst, wie hoch der Preis dafür ist. Das kommt doch im Free TV. Ah, wir müssen noch wetten. Oh, ja, sehr gern. Ich wette, wenn Sie sich nur eine halbe Stunde mit den Hintergründen dieser WM auseinandersetzen, haben Sie keine Lust mehr auf diese Veranstaltung. Na, die Wette gehe ich ein. Wenn ich keine Lust mehr auf Fußball habe, dann trage ich hier einen albernen Limbo-Hut. Ja. Und wenn ich verliere, dann ziehe ich mein Trikot aus. Und ich helfe Ihnen dabei. Was? Nein, ich meine, wenn ich verliere, dann laufe ich mit Ihrem Trikot durch Amsterdam. Hand auf. Ja, gut. Wunderbar. Dann beginnen wir jetzt mit dem stärksten Argument, das es gibt gegen diese WM, nämlich die FIFA. Wer? Die FIFA! Ey,
Ich liebe den Geruch von Napalm am Dienstagabend. Ich hab doch gesagt, der Zustand der Würstchen ist kritisch. Ja. Ich grüße Sie. Tag. Ich bin Ihr FIFA-Partner. Ach. Hier ist meine Karte. Ja, letzte Nacht war toll, ruf mich an, Yvonne. Treter, Fußball-Exekutierer. Treter, Football-Executive. Das hier ist mein Partner, das WM-Maskottchen. Hallo. Es stellt ein Gürteltier dar. Gelb, blau und vom Aussterben bedroht. Ah, wie die FDP. Sag mal, wie heißt es denn? Ja. Fuleco. Eine Mischung aus Football und Ecologica. Oh. Steht für die Wertschätzung, die wir dem Gastgeberland entgegenbringen. Moment mal, Fuleco ist brasilianisch und heißt Arsch. Eben. Ah, okay. Und was machen Sie hier? Wie sieht's denn aus? Naja, Rauchschwaden, ein Holländer und zwei übereifrige Linke, die versuchen, eine Dorfschönheit zu beeindrucken. Geht's um die Legalisierung von Cannabis? Nein! Hören Sie, wir machen kritisches Grillen. Also eine politische Veranstaltung. Jawohl, wir wollen die Kraft des Fußballs nutzen für gesellschaftliche Veränderung. Verstehen Sie, in der Tradition von Menotti und... Völler. Völler, genau. FIFA, la Revolution. Jawohl. Das ist ja ein Transparent, das muss weg. Warum? FIFA und Transparent, das geht nicht zusammen. Und was heißt das hier überhaupt? Oh, das ist der Slogan der WM-Gegner in Brasilien. Das heißt, es wird keine WM geben. Dann wird die Leinwand eben weiß bleiben. Al Capone hat gesagt, ich meine, Josef Blatter hat gesagt, wir müssen unser Spiel schützen vor dem Einfluss der Politik. Dann darf die Merkel nicht mehr auf die Tribüne. Nein, Sie dürfen hier nicht mehr protestieren. Was? Sie müssen sich entscheiden. Entweder Fußball oder dieses ökumenische Barbecue hier. Ja. Okay, das ist keine Frage. Dann gibt's eben mal ein paar Wochen keinen Fußball, oder? Keine Frage, Männer. Jetzt schauen Sie mal, was ich hier habe. Man kann auch ohne Fußball Spaß haben. Aber wir können doch in der Halbzeit kritisch sein. Hören Sie doch... Stopp! Wo ist Ihre Solidarität mit den Menschen in Brasilien? Brasilien profitiert davon, da wird investiert, da werden ganz moderne Straßen gebaut. Die Leute kommen jetzt rasend schnell in die Slums. Okay. Sehen Sie, die haben 3 Milliarden alleine Stadienbauten versenkt. Ach, kommen Sie, das sahen doch alles private Investoren. Und das hat man dem Volk vorher auch erzählt. Und jetzt hat alles hier der Staat bezahlt. Und die privaten Investoren? 0 Cent. Eben. Und die brauchen keine Stadien, die brauchen Krankenhäuser, die brauchen Schulen. Ach, der dicke Ronaldo hat gesagt, in Krankenhäusern kann man keinen Fußball spielen. Und er ist Experte. Hören Sie mal zu, die bauen Stadien, riesige Stadien zum Teil für Drittligavereine. Ich baue doch auch keine Allianz-Arena für Wacker Burghausen. Warum denn nicht? Das ist doch mal eine Anspannung, um aus dem Elend rauszukommen. Toll, nutzlose Stadien für die VIPs und das Volk hockt in der Scheiße. Herr von Wagner, Sie werden wieder gewöhnlich. Okay. Die Hälfte der brasilianischen Haushalte ist nicht an die Kanalisation angeschlossen. Ach du Scheiße. Ja, sag ich doch. 170.000 Menschen wurden zwangsumgesiedelt, mussten für immer ihre Heimat verlassen, damit wir 4 Wochen Fußball schauen können. Und was macht die FIFA? Gewinn. 4 Milliarden Euro Einnahmen. Wollen Sie nun Fußball gucken oder nicht? Nein! Oh, wie grausam. Wir werden Weltmeister und ich kann's nicht sehen. Die Stadien stehen doch eh schon, sonst wären ja die Bauarbeiter umsonst gestorben. Herr von Wagner, ich habe nun wirklich immer ein Ohr für die sozial Schwachen. Da wird man doch alle 4 Jahre mal für ein paar Wochen nichts. Wisst ihr was? Dafür haben wir diese Anstalt nicht besetzt. Sehen Sie, solche Emotionen kriegen Sie nur beim Fußball. Sie werden es nicht bereuen. Nach dem ersten Schuss sind alle Probleme vergessen. Ja.